Willkommen zurück. Mit den steigenden Temperaturen fängt sie wieder an, die Fahrradsaison in Mainfranken. Vor allem viele Studenten und Pendler nutzen das Rad, um schnell und unkompliziert von A nach B zu kommen. Wie man das auch rechtlich korrekt tut, erklärt uns jetzt Rechtsanwalt Markus Köhn. Die erste Grundsatzfrage beim Thema Radfahren ist der Schutzhelm. Manche tragen ihn, manche nicht. Gibt es eine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Helms? Also in Deutschland gibt es keine Helmpflicht, das heißt, man ist gesetzlich nicht dazu verpflichtet, einen Helm zu tragen. Allerdings kann es in einem Unfall schon dazu kommen, dass meine Ansprüche, wenn ich zum Beispiel verletzt werde, möglicherweise von der gegnerischen Versicherung gekürzt werden im Hinblick auf die Nichttragung des Helms. Gerade bei Weinfesten oder sonstigen Feiern lassen viele das Auto stehen und fahren mit dem Rad. Wie sieht es mit einer Alkoholgrenze für Fahrradfahrer aus? Grundsätzlich gilt beim Fahrradfahren eine Promillegrenze von 1,6 Promille. Es kann jedoch im Einzelfall auch vorher schon zu Strafen kommen, wenn ich zum Beispiel alkoholisiert bin und schon auch unter 1,6 Promille Fahrfehler mache, die zu Unfällen oder Ähnlichem führen. In solchen Fällen gilt dann wohl auch das Sprichwort: Wer sein Rad liebt, der schiebt.